Die Impfstoffdebatte ist im vollen Gange. Viele Menschen fühlen sich verunsichert, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Ich lasse mich jedes Jahr gegen Grippe impfen, schon seit ein paar Jahren. Aber Corona auf keinen Fall. Dann werde ich lieber krank, als dass ich mir irgendwas einspritzen lasse. mRNA-Impfstoffe werden bereits, wenn ich richtig informiert bin, seit 1990 forscht man daran. Noch nie wurde einer zugelassen. Und jetzt macht man eine Notfallzulassung. Allein der Name Notfallzulassung sagt ja schon, das kann gar nicht entsprechend getestet sein. Ich heiße Andrew Ullmann, bin Universitätsprofessor für Infektiologie an der Uniklinik in Würzburg. Seit 2017 bin ich Bundestagsabgeordneter für die FDP-Fraktion und bin auch Obmann im Gesundheitsausschuss unserer Fraktion. Was an den Mythen rund um neuen Impfstoffe um Covid-19 dran ist oder nicht, kläre ich auf. Jetzt bei Debunked. Mythos Nummer 1. Der Impfstoff ist zu wenig erforscht und deshalb gefährlich. Um das aufklären zu können, muss man erstmal verstehen, wie so eine Impfung funktioniert. mRNA ist nichts anderes als ein Botenmolekül, die Informationen weitergibt, um Eiweiße herzustellen. Beim SARS-CoV-2-Impfstoff wird nun mRNA in den Muskel gespritzt und mRNA geht dann in die Muskelzelle hinein. Die Muskelzelle bildet dann ganz spezielle Eiweiße von dem SARS-CoV-2. Die nennen sich Spike-Proteine. Und dadurch entwickelt sich eine Immunität gegenüber SARS-CoV-2. Und somit ist auch klar, dass mRNA unser DNA nicht verändern kann. Zu sagen, dass die Erfahrung von mRNA-Impfstoffe erst zu kurz ist, ist Quatsch. Es existieren bereits Forschungsergebnisse von über 25 Jahren. Hier wurde aber primär geforscht, inwieweit man durch mRNA-Impfungen auch Krebs besiegen kann. Die Datenlage bei den klinischen Studien zum mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 sind hervorragend. Wir haben über 40.000 Teilnehmer in der einen Studie von der Firma BioNTech Pfizer und 30.000 Probanden bei der Firma Moderna. Das zeigt einfach, wie toll diese Datenlage ist. Die ist sehr solide, sehr valide und auch sehr zuverlässig. Zu sagen, wir haben keine Langzeiterfahrung, ist ebenfalls nicht richtig. Die meisten Langzeitfolgen einer Impfung tauchen innerhalb der ersten 3 Monate nach der Impfung auf. Hier sind die Beobachtungszeiträume länger. Trotzdem, und soweit ist auch die Ehrlichkeit auch wichtig, werden die Studienpatienten auch weiter beobachtet, inwiefern unerwartete Nebenwirkungen nach diesem Zeitraum auch auftreten können. Mythos Nummer 2. Der Zugang zu den Impfstoffen ist unfair verteilt. Wir haben nicht genug Impfstoffe, noch nicht einmal genug Impfstoffe für die ältere Generation, für die besonders verletzlichen Menschen. Bei aller Priorisierung fallen Menschen durch den Raster. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit seltenen Erkrankungen, Menschen, die diese Menschen auch behandeln. Ungerechtigkeiten sind hier sehr stark vorprogrammiert. Da wurde wirklich viel gepennt, denn die Bundesregierung, aber auch die Europäische Kommission hätten ausreichend viele Impfstoffe im Voraus bestellen können vor allem, egal ob wir die alle benutzen oder nicht. Und so hätten sich die Firmen auf Produktionskapazitäten einstellen können und es wäre kein Risiko gewesen, sondern im Gegenteil, wir hätten jetzt mehr Impfstoffe im Vergleich zu heute. Wir brauchen eine gesetzliche Härtefallregelung, um Menschen, die bisher systematisch benachteiligt worden sind, wieder Gerechtigkeit zuteil wird. Die Priorisierung ist ein notwendiges Übel, denn wir haben eine Mangelsituation. Doch die rechtliche Grundlage muss geschaffen werden. Mit der Rechtsverordnung heute kann das jeden Tag bei Gericht gekippt werden. Deshalb brauchen wir eine gesetzliche Grundlage. Und das kann man durch eine gute gesetzliche Grundlage verhindern. Mythos Nummer 3. Wer geimpft wird, erhält Sonderrechte. Sonderrechte für Geimpfte klingt echt gut. Manche Politiker sprechen sogar von Privilegien. Aber eigentlich geht es um unsere Grundrechte, die wir zurückbekommen, wenn wir sicher sind, dass wir keine Gefahr mehr für andere Menschen darstellen. Beim mRNA-Impfstoff wissen wir, dass wir vor Krankheit geschützt werden können. Aber Krankheit ist nicht das gleiche wie Infektion. Wir wissen bis heute nicht, ob diese Impfstoffe auch vor Infektionen schützt. Die können wir natürlich nachweisen, die Viren durch Schnellteste oder PCR. Aber wer sich infiziert hat, kann auch infektiös sein. Das sind 3 verschiedene Kategorien. Krankheit, infiziert und infektiös. In dem Moment halt, wo wir wissen und garantiert sagen können, dass nach einer Impfung eine Infektiosität
ausgeschlossen ist, dann müssen wir den Menschen auch die Grundrechte zurückgeben. Das steht außer Frage. Und jetzt zum Fazit. Viele fragen sich, wann kehrt die Normalität wieder zurück? Das kann ich natürlich nicht vorhersagen. Aber so peu à peu werden wir unsere Normalität wieder zurückgewinnen bis zum Sommer oder vielleicht erst bis zum Herbst. Eine politische Forderung ist hier ganz klar. Wir brauchen endlich Transparenz. Transparenz, was hinten im Bundeskanzleramt hinter verschlossener Tür stattfindet. Es darf nicht angehen, dass die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin Verordnungen einfach verabschieden und dann umgesetzt werden in den Ländern. Die Parlamente müssen endlich nach vorne gebracht werden und diese Punkte diskutieren. Dafür sind die Parlamente auch geschaffen worden. Die Parlamente sind nicht dafür da, hinterher alles abnicken zu müssen. Und zum Schluss, wenn ihr euch impfen lassen könnt, lasst euch impfen, haltet die AHA-Regeln ein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal bei Debunked. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch einfach vielleicht auch andere Folgen von Debunked an. Zum Beispiel den Mythos Soli, den Mietdeckel oder der Corona-Warn-App.